Also wir sind alarmiert worden zum Wohnungsgebäudebrand hier in der Bahnhofstraße in Welzheim. Und dort war dann, also wir haben einen Brand dort im Erdgeschoss, und dort ist eine Wäscherei drin, vorgefunden. Dort hat es also wirklich richtig gebrannt. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Rauchentwicklung ist dann auch hochgezogen in die erste Wohnung im ersten Stock und in die Dachgeschosswohnung dort genauso. Zunächst war zu klären, sind alle Bewohner letztendlich draußen von den beiden Wohnungen drüber. Das hat sich dann relativ schnell geklärt, dass die Personen alle draußen sind. Und dann war für uns klar, dass das erste Thema die Brandbekämpfung ist. Wir haben dann von zwei Seiten im Prinzip eine Brandbekämpfung aufgebaut mit Löschwasser und haben so relativ schnell dann den Brand unter Kontrolle gebracht. Wir haben eigentlich genügend Einsatzkräfte in rascher Zeit hierher bekommen. Wir haben zusätzlich noch ein Löschfahrzeug aus Alfdorf dazu alarmiert, einfach um auch zusätzliche Atemschutzgeräteträger hier noch bereitzustellen, um eine gewisse Verstärkung zu haben. Verletzte sind mir momentan nicht bekannt. Wir durchsuchen jetzt gerade noch alle Wohnungen. Jedes Zimmer wird einzeln durchgesucht. Aber so wie es momentan aussieht, sind keine Bewohner mehr im Gebäude, im gesamten Haus drin. Das Feuer ist soweit aus. Wir werden mit der Wärmebildkamera das alles noch absuchen jetzt. Und dann ist der nächste Schritt jetzt, dass wir die Wohnungen drüber freimessen, ob die soweit dann wieder bewohnbar sind, dass die Bewohner wieder zurück können in ihre Wohnung.